Oh Mann, Freunde, ich muss euch unbedingt was richtig Wichtiges erzählen. Ich habe einfach einen Diamanten gefunden. Ich muss sofort bei Ukri damit angeben. Hahaha. Ukri, bist du da? Ja, Simlucky, ich sitze hier gerade auf der Couch. Komm gerne rein. Okay, ich komme rein. Und zack, perfekt. Ich muss dir unbedingt was Wichtiges erzählen. Ich glaube, du siehst schon, was ich in der Hand habe, oder? Warte mal, ein Diamant. Wow, ich liebe Diamanten. Du weißt ganz genau, gib mir den sofort. Ich soll dir den Diamanten geben? Was tust du dafür für mich? Ich würde wirklich alles tun, Simlucky, wirklich alles. Bist du dir ganz sicher, Ukri? Nein, ich gebe ihn dir trotzdem nicht. Dein Ernst, Simlucky? I see you right now, bro. Aber versprech mir, dass du ihn mir wiedergibst. Natürlich, Simlucky, du kennst mich doch. Ich würde niemals meinen Freund abziehen. Was mache ich nicht? Ich bin doch nicht ehrenlos. Okay, Ukri, du hast versprochen gesagt. Naja, ich glaube dir, wir sind ja Freunde. Ja, natürlich sind wir Freunde. Simlucky, was sollen wir denn sonst sein? Okay, Ukri, dann gebe ich dir jetzt einen Diamanten und hier, aber danach mir direkt wieder zurückgeben. Zack. Diamanten. Wow, ein Diamant. Simlucky, weißt du was? Ich hab dich geprankt. Raus aus meiner Wohnung. Raus. Was soll das? Ukri, habt ihr das gerade auch gehört? Er hat mich geprankt. Nein, das kann nicht wahr sein. Er macht bestimmt nur Spaß. Ukri, mach die Tür wieder auf. Krieg ich meinen Diamanten wieder? Von welchem Diamanten redest du nochmal? Ich hab keinen Diamanten. Warte mal, was? Ist das denn ernst? Oh Mann, ich hab richtig lang gespart für den Diamanten. Weißt du was? Ich mach die Tür zu. Red nie wieder mit mir. Oh Mann, alle enttäuschen mich. Das kann doch nicht sein. Ach, wartet mal. Was haltet ihr davon, wenn ich zu Orksi gehe? Vielleicht unternehmen wir was? Oh Mann, Orksi, bist du da? Der enttäuscht mich bestimmt nicht wie Ukri, Freunde. Simlucky, natürlich bin ich da. Ich bin im Garten. Komm doch gerne rein. Okay, Orksi, ich komme. Du bist der Einzige, der mir in schwierigen Situationen zur Seite steht. Oh, du fütterst gerade deine Schildkröte. Wie cool ist das denn bitte sehr? Oh ja, ganz genau. Der Kleine ist ein ganz schöner Vielfass. Los, rein ins Becken wieder. Na los, perfekt. Was willst du denn hier, Simlucky? Ach, weißt du was? Ukri hat gerade meinen Diamanten geklaut, aber das will der nicht zugeben. Naja, wie auch immer, wir könnten doch zusammen ins Kino gehen oder so. Oh ja, ins Kino gehen? Wie cool ist das denn? Ich bin auf jeden Fall dabei, Simlucky. Das ist total cool. Ich pack direkt meine Sachen. Warte. Okay, perfekt, Orksi. Oh, mein Tag kann doch richtig cool werden. Ich freue mich schon, Freunde. Oh Mann, Orksi, auf dich ist immer Verlass. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon. Kino wird voll cool. Lass Avatar 2 gucken. Ja, das wird bestimmt mega. Tick, tick, tick. Hallo, Leute, seid ihr da? Leia, komm doch gerne rein. Hi, Leia, wie geht's dir? Hallo, mir geht's super. Und dir? Mir geht's auch gut. Warte mal hier, ich hab's Markt für dich. Oh, wie nett, danke schön. Kein Problem. Warte mal, was geht denn hier ab? Leia, was ist eigentlich los? Was wolltest du? Weißt du, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Zeit hast wegen dem Baubattle-Abend. Wegen dem Baubattle-Abend? Oh, tut mir leid, ich hatte schon was mit Orksi vor. Wir gehen heute ins Kino. Naja, Orksi, hast du vielleicht Zeit für den Baubattle-Abend? Ja, natürlich habe ich Zeit. Ich hab's dir ja schon letzte Woche versprochen. Komm, lass uns losgehen. Oh ja, wie super. Los geht's. Warte mal, jetzt sind die einfach weg. Ich dachte, ich gehe heute mit Orksi ins Kino. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Er hat mich einfach im Stich gelassen und mich mit Leia ersetzt. Oh Mann, ich dachte, ich kann heute ins Kino. Warum sind nur alle fies zu mir? Wisst ihr was? Ich gehe jetzt nach Hause und gehe weinen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, ich war so glücklich. Am Anfang hatte ich einen Diamanten. Danach konnte ich mit Orksi ins Kino und jetzt kann ich einfach gar nichts mehr machen. Warte mal, was habe ich dort gehört? Einer hat bei mir geklingelt? Wer klingelt nur bei mir? Oh, vielleicht will ja doch wer was mit mir unternehmen. Ich freue mich so und let's go. Es ist nur der Postbote. Postbote ist da. Der Postbote? Wieso denn das? Ich habe doch gar nichts bestellt. Paket für Sie. Ein Paket? Okay, dann gib mir mal das Paket her. Warte, was? Ein Keks? Warum gibst du mir ganz viele Kekse? Post. Okay, das ist anscheinend die Post. So viele Kekse? Okay, ich glaube, das reicht. Vielen Dank für die Kekse. Das war's. Schönen Tag, geht auch. Okay, schönen Tag noch. Ciao. Ey, Mann, der Villager war echt komisch. Der hat mir Kekse gegeben. Und wer hat die mir bitte sehr zugesendet? Ich habe doch gar keine Kekse bestellt. Naja, ich würde sagen, wir essen einfach mal.
einen Gedankenkontrollkekse? Okay, ich weiß nicht, was hier abgeht. Kann es sein, dass wenn ich diesen Keks jemandem gebe und er ihn isst, dass ich dann seine Gedanken kontrollieren kann? Oh Mann, das wäre ultra cool. Das war irgendwie eine geheime Post. Ich würde einfach mal sagen, wir testen das Ganze aus. Okay, wir gehen als allererstes zu Ugri. Dem zahle ich das noch heim und dann schauen wir einfach mal, ob das klappen kann. Ugri, 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 bist du da? So... Der Diamant schmeckt so lecker. Warte, was? Der ist Diamant? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Lucky, was machst du denn hier? Naja, ich hab mir gedacht, ich entschuldige mich dafür, dass ich dich beschuldigt habe, dass du meine Diamanten geklaut hast. Die hast du ja nämlich gar nicht geklaut, oder? Ja, echt gut, dass du dich entschuldigt hast. Ich war schon ein bisschen sauer, dass du mich einmal beschuldigst. Ich würde sowas niemals tun, deinen hier Diamanten klauen. Ich hab schon verstanden, du würdest sowas niemals tun und du hast mir nicht die Diamanten geklaut. Naja, deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe dir jetzt diese Kekse. Okay, na gut, ich will ja nicht so sein. Ich bin ja ein guter Freund. Und wenn du mir was geben willst, dann nehme ich das natürlich an und werde es ausprobieren. Ja, ja, okay. Okay, jetzt ess schon den Keks. So, so, so. Und, lecker, lecker. Der ist echt nicht schlecht gemacht. Ja, okay. Ich habe einfach die besten Backkünste. Was passiert mit meinem Kopf, Sam Lucky? Wie, was passiert mit deinem Kopf? Oh, ich glaube, das war nicht so eine gute Idee, Freunde. Sam Lucky. Warte, was? Dein Kopf ist richtig riesig geworden für eine ganz kurze Zeit. Oh nein, Freunde, was ist mit Ugri passiert? Das kann nicht wahr sein. Oh, steh wieder auf. Ich dürfte ihm nicht diese Gedankenkontrollierkekse geben. Die scheinen richtig böse zu sein. Oh Mann, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ugri, steh auf. Oh, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Dir geht's wieder besser. Oh, zum Glück. Was ist passiert, Sam Lucky? Alles gut bei dir? Warum bist du in meinem Haus? Warte mal, ich hab deine Diamanten nicht. Alles gut. Wie, was? Oh Mann, Freunde, ich verstehe gar nicht, was abgeht. Ich glaube, der weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Der hat sein Gedächtnis oder so verloren. Okay, Freunde, jetzt muss ich einfach nur noch mitspielen. Ugri, gib mir meinen Diamanten wieder. Welchen Diamanten? Ich kenne keine Diamanten. Hast du mir meinen Diamanten gegeben? Was redest du da? Wie? Ich hab's ganz genau gesehen. Ugri, jetzt gib mir den Diamanten. Sofort. Okay, hier hast du den Diamanten. Wie? Warte, was? Du hast mir gerade einfach den Diamanten gegeben, den du eigentlich gerade eben noch für dich behalten wolltest? Ja, weißt du was, Lucky? Du hast es verdient. Dir gehört der Diamant und ich will dir auch nicht stehlen. Freunde, ihr wisst doch ganz genau, was gerade eben noch passiert ist. Er hat mir den Diamanten abgezogen und jetzt gibt er mir ihn und verhält sich komplett komisch. Ich glaube, die Kekse haben funktioniert, Freunde. Ich kann jetzt mit Ugri anstellen, was auch immer ich will. Und ich glaube, das mache ich mir zu nutzen. Okay, Freunde, was sollen wir mit ihm machen? Schreibt's jetzt in die Kommentare rein. Oh, warte mal, Freunde, ich habe eine richtig gute Idee. Der hat bestimmt noch irgendwo Diamanten versteckt. Ugri, gib mir all deine Diamanten. Ach, weißt du, Sam Lucky, ich habe so viele Diamanten. Wie wäre es, wenn ich dir einfach ein paar abgebe? Ein paar abgebe? Wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Oh, mein Freunde, die Kekse funktionieren sowas von. Ja, Ugri, gib mir ein paar von deinen Diamanten. Das wäre echt nett. Sofort. Schau mal, hier vorne, Sam Lucky, hier vorne ist eine Kiste. Eine Kiste? Oh Mann, du hast hier ja alles komplett gesichert. Und sogar die Kiste ist gesichert. Ja klar, natürlich habe ich alles gesichert. Ich habe alles gesichert mit dem Code, aber den werde ich dir nicht verraten. Wie, du willst mir den Code nicht verraten? Okay, verrat mir sofort den Code. Obwohl, weißt du was, Sam Lucky, wir sind ja Freunde, wir vertrauen uns. Ich gebe dir einfach den Code 000 für diese Riesenkiste hier. 000 für diese Riesenkiste hier? Danke, Ugri, dass du mir den Code gesagt hast. Ich meine, das ist ja selbstverständlich. Okay, ich guck mal rein. 000 und das hat wirklich geklappt. Und wie viele Diamanten hast du bitte sehr? Oh, weißt du was, Mann, Lucky, Mann, ich kann dir gerne welche nehmen. Ja, danke, Ugri. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt ganz viele Diamanten. Okay, Ugri, ich wünsche dir einen schönen Tag und ciao, ciao. Dankeschön. Und jetzt gehe ich endlich schlafen. Okay, Ugri, mach das. Oh Mann, Freunde. Diese Kekse haben einfach wirklich geklappt. Ich habe jetzt einfach richtig viele Diamanten. Viel mehr als davor. Oh, wir können damit so viele coole Dinge anstellen. Ich freue mich schon, Freunde. Lasst jetzt unbedingt ein Like und ein Abo da, wenn ihr auch mal solche Kekse haben wollt.
Damit könnt ihr einfach alles machen. Okay, ich habe auch schon eine Idee, was wir als nächstes machen. Okay, Freunde, nämlich werde ich jetzt zu Oxy und Lea gehen und denen einen richtig coolen Streich spielen. Die meinten ja, die wollen einen Bild-Battle-Abend gestalten. Und das werde ich mir auf jeden Fall nicht gefallen lassen, dass die einfach ohne mir ein Bild-Battle machen und mich im Stich lassen. Naja, deswegen werde ich die jetzt richtig cool pranken. Aber als erstes höre ich einfach mal, was die dort sagen. Oh Mann, Lea, mein Gebautes wird viel, viel cooler als deins. Da bin ich mir 100%ig sicher. Okay, jetzt machen wir das Bild-Battle. Okay, ich gehe jetzt auf meine Seite. Okay, dann gehe ich direkt auf meine Seite. Oh, die fangen mit dem Bild-Battle an, Freunde. Das ist meine perfekte Chance. Ich werde jetzt erstmal zu Oxy gehen und den einen von meinen Gedankenkontrollkeksen geben. Und ihr wisst ja, bei Uchi haben die Kekse gerade richtig gut funktioniert. Und jetzt muss ich irgendwie versuchen, dass Oxy die ist. Denn ich habe nämlich vor, wenn er den Keks gegessen hat, dass ich einfach seine Gedanken kontrolliere und er das blödste Haus bauen wird. Es geht nämlich um mein Haus beim Bild-Battle. Oxy, bist du da? Hey Sam Lucky, ich bin gerade echt schwer beschäftigt. Was ist denn los? Ach so, du baust gerade ein Haus. Naja, ich habe mir gedacht, ich bring dir einfach mal was zu essen vorbei. Ich habe nämlich Kekse gemacht. Uki hat auch schon einen probiert. Der sagt, die sind richtig lecker. Kein Interesse. Muss echt gerade bauen. Wie, du willst sie nicht essen? Oxy, die sind wirklich richtig lecker. Vertrau mir. Uki meinte, er hätte noch nie so gute Kekse gegessen. Die haben so eine coole Schokoladenfüllung. Wenn Uki das gesagt hat, na gut, dann lass mal einen Keks rüberwachsen. Oh, Freunde, habt ihr es gehört? Er will einen Keks essen. Okay, hier hast du den Keks. Essen am besten ganz schnell auf. Okay. Oh, das sieht echt lecker aus. Oh, das schmeckt echt lecker, Sam Lucky. Ja, der schmeckt wirklich lecker. Ich hab's dir doch gesagt, Oxy. Okay, muss weiterbauen, muss weiterbauen. Freunde, wann setzt die Wirkung endlich ein? Der baut da jetzt einfach weiter. Oh Mann, mein Kopf tut so weh. Was passiert mit mir? Freunde, ich glaube, die Wirkung setzt ein. Gleich können wir seine Gedanken kontrollieren und dann machen wir was richtig Cooles. Sam Lucky, was machst du denn hier? Ich baue gerade. Ach so, ich wollte einfach mal vorbeischauen. Naja, Oxy, ich würde sagen, ich gehe mal wieder, okay? Okay, ich baue weiter. Okay, schön, Oxy. Und ciao, ciao, ich bin weg, Oxy. Tschüss. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen natürlich nicht weg, sondern bleiben jetzt hinter diesem kleinen Hügel und werden seine Gedanken kontrollieren. Er macht nämlich gerade ein Hausbild-Battle gegen Lea, in dem es darum geht, das schönste Haus zu bauen. Und ich würde sagen, wir sagen ihm jetzt einfach, dass er ein richtig schlechtes Haus bauen soll, aus Dirt am besten. Oxy, bau ein Haus aus Dirt. Das sieht echt schlecht aus, was du gerade hier baust. Oh Mann, was passiert hier bitte? Irgendwie sieht mein Haus voll schlecht aus. Freunde, habt ihr es gehört? Er findet, sein Haus sieht schlecht aus? Okay, ich glaube, die Gedankenkontrollkekse funktionieren sowas von. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Warte mal, er macht da eine Tür hin. Mann, mein Haus gefällt mir echt nicht. Ich muss das lieber aus Dirt bauen, aus Erde nämlich. Erde ist viel besser. Wow, Freunde, er hat sein Haus einfach in die Luft gesprengt und baut jetzt ein Dirt-Haus. Es geht alles so auf, wie ich es dachte. Das kann doch nicht einfach wahr sein. Wie cool ist das denn bitte sehr? Oh Mann, aber irgendwie würde ich mein Haus schon echt gern ein bisschen größer bauen. Wie größer bauen, Oxy? Nein, du baust dein Haus richtig klein, so passt das. Ich baue mein Haus lieber klein. Ich mache da auch eine kleine Tür einfach rein. Eine kleine Tür, Freunde? Was hat der denn jetzt vor? Okay, ich glaube, ihr seht schon selber. Lea wird sich einfach sowas von wundern, was Oxy dorthin gebaut hat. Ich meine, das ist das schlechteste Haus, das es überhaupt gibt. Mein Haus sieht echt sowas von schön aus. Ich liebe es. Ja, Oxy, dein Haus sieht richtig schön aus. Also, Freunde, was meint ihr zu diesem Haus? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würdet. Und wir schauen mal bei Lea vorbei. Wow, die hat ja schon was richtig Cooles gebaut. Wie schnell hat die das denn böse sehr geschafft? Okay, gleich sind wir fertig. Nur noch das und das und zack, zack, zack. Schon sind wir fertig. Oxy, bist du ready? Kann ich jetzt endlich sehen, was du gebaut hast? Oh, es scheint so, als ob die schon fertig wäre. Okay, das heißt, ich würde sagen, ich verstecke mich jetzt wieder und gleich wird Lea Oxy sein schlechtes Haus sehen. Oh Mann, sieht das aus. Lea, 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 mein Haus ist so cool geworden. Komm her und schau es dir an, unbedingt. Oh, jetzt bin ich gespannt auf Leas Reaktion. Das Haus sieht komplett schlecht aus. Also, Lea, was sagst du? Warte mal, Oxy, du hast wirklich ein Haus aus Dirt gebaut? Wieso das denn? Das sieht doch voll komisch aus. Oh, habt ihr das gehört? Lea sagt einfach die Wahrheit. Das Haus sieht wirklich schlecht aus, aber was sie nicht weiß, ist, dass ich im Geheimen Oxys Gedanken kontrolliere. Okay, ich würde sagen, wir sagen jetzt einfach mal Oxy, dass Dirt das beste Material ist und dass sein Haus richtig schön aussieht und er soll beleidigt sein auf Lea. Okay, Oxy, du hast es verstanden. Du musst das jetzt umsetzen. Oh Mann, Lea, was redest du bitte? Mein Erdehaus ist total schön geworden. Wieso sagst du
denn so etwas? Ich bin jetzt beleidigt wegen dir. Das sieht so schlecht aus, was du gebaut hast, Oxy. Ich glaube, die haben wir so richtig cool geprankt. Aber das geschieht ihnen recht, Mann. Okay, Freunde, ich würde aber sagen, wir lassen jetzt mal Oxy und Lea in Ruhe und gehen wieder zu Ukri zurück, denn wir wollen ja nicht zu fies sein. Ich glaube, wir haben die jetzt schon genügend geprankt. Okay, hier vorne sollte irgendwo Ukri sein in seinem Haus. Warte mal, was macht er da draußen? So, Freunde, jetzt erstmal Diamanten farmen mit meiner Diamantenspitzhacke. Ich brauche so viele Diamanten, ich liebe Diamanten. Freunde, habt ihr das gehört? Er geht Diamanten farmen? Okay, ich würde sagen, wir verfolgen ihn und spielen ihn gleich richtig coole Streiche. Let's go, bis gleich. Okay, Freunde, Ukri müsste hier irgendwo sein. Er ist schon die ganze Zeit Diamanten am Suchen, aber er findet keinen. Oh, da ist er ja. Okay, mal hören, was er zu sagen hat. Oh Mann, Freunde, ich suche Diamanten schon die ganze Zeit hier in der Höhle, aber irgendwie finde ich keine. Wohl, warte mal, dort vorne sind ja welche. Let's go. Oh, er hat ja wirklich welche gefunden. Okay, aber wisst ihr was, Freunde? Wir werden ihn jetzt wieder pranken, indem wir seine Gedanken kontrollieren. Gleich wird er einfach die ganzen Diamanten in die Lava schmeißen. Ich bin schon sowas von gespannt. Okay, ich habe hier unten alles sicher aufgebaut und jetzt kann ich diese Diamanten hier abbauen. Und zack, let's go. Ein Diamanten, zwei Diamanten, drei Diamanten. Oh nein, der ist in die Lava gefallen. So, drei Diamanten, perfekt. Jetzt kann ich mir eine neue Diamantenspitzhacke machen. Ich bin sowas von happy. Oh Mann, das hat sich sowas von gelohnt, hier in die Höhle zu gehen. Ja, Ukri, das hoffst du. Naja, jetzt werde ich wieder seine Gedanken kontrollieren. Okay, Ukri, dein Inneres. Ich sag dir, du sollst die Diamanten in die Lava schmeißen. Schmeiß die Diamanten in die Lava schon. Oh, ich liebe Diamanten. Jetzt werde ich sie in die Lava werfen. Ja. Warte mal, was? Was rede ich denn dort? Ich liebe doch Diamanten, ich wollte sie noch nach oben bringen. Was ist das denn dort vorne? Sam Lucky, was machst du hier? Oh nein, ich glaube, er hat mich gesehen. Okay, ich muss schnell wegrennen. Hoffentlich entkomme ich ihn. Und dann werde ich einfach sagen, ich war nicht in der Höhle. Oh, puh, Freunde, das war nochmal knapp. Okay, was hat Ukri jetzt vor? Wir beobachten ihn mal wieder. Wie kann ich so unvorsichtig sein mit meinem Diamanten? Ich liebe doch eigentlich Diamanten. Aber na gut, ich habe ja noch eine Diamantenspitzhacke. Und dann versuche ich das Glück mit Netherite. Das wird bestimmt mir nicht entfliehen, denn das wird nicht verbrennen in der Lava. Gar nicht mal so eine schlechte Idee, Ukri. Naja, ich habe mir schon was anderes überlegt. Okay, wir gehen jetzt auch ins Netherportal. Und zack, Freunde. Und jetzt werden wir gleich Ukri wieder richtig cool pranken. Okay, wir sind jetzt hier im Nether. Und warum sind hier so viele Piglins? Oh Mann, ich muss aufpassen. Nicht, dass ich irgendwie aus Versehen einen Piglin hitte. Okay, ganz ruhig. Und jetzt suche ich Netherite. Oh, er hat mich auf eine Idee gebracht, Freunde. Wisst ihr was? Wie wäre es einfach, wenn ich seine Gedanken kontrolliere und er dadurch einen Piglin hittet? Oh Mann, dann würden diese ganzen Piglins ausrasten. Und warum sind hier eigentlich so viele? Ich verstehe es immer noch nicht. Okay, Ukri, also dein Inneres. Ich sag dir, du sollst die Piglins hitten. Oh Mann, mein Kopf tut schon wieder weh. Egal, komm schon, das liegt bestimmt an der Hitze. Warte mal, warum hittet er keine Piglins? Ich hab's ihm doch gesagt. Warte mal, könnte es sein, dass die Kekse ihre Wirkung verlieren? Okay, das heißt, ich muss mich beeilen. Okay, Ukri, dein Inneres, ich fordere dich an, jetzt die Piglins zu hitten. Oh Mann, Freunde, soll ich wirklich einen Piglin schlagen? Aber ich weiß nicht, ich trau mich überhaupt nicht. Na gut, ich muss es wohl tun, aber warum muss ich es überhaupt tun? Ey, hör auf, mein inneres Ich, warum sagst du mir sowas Verrücktes? Okay, aber Ukri, jetzt hit endlich die Piglins. Dein inneres Ich befehlt dir das. Oh nein, ich muss es tun. Na gut, ich werde dich schlagen, aber nur ganz kurz, vielleicht passiert ja auch nichts. Was ist mit dir, kleines Baby-Piglin? Komm schon. Okay, Ukri, hör zu, dein inneres Ich, welches sich auch nicht anhört wie Sam Lucky, sagt dir das nur, weil es dein Boss ist. Also tu es endlich, dein inneres Ich befehlt dir das. Hallo, süßes Piglin, ich muss es tun. Mir wird es gesagt und zack. Freunde, habt ihr es gesehen? Die Piglins haben ihm sowas schon gezeigt. Okay, und jetzt muss ich schnell ins Netherportal rennen, damit der Gas mich nicht trifft. Okay, Freunde, wir sind jetzt wieder in der normalen Welt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Ukri, denn ich glaube, die Wirkung der Kekse hat schon nachgelassen. Oh Mann, irgendwie läuft alles schief heute. Warte mal, Sam Lucky, bist du das? Ja, Ukri, ich bin das. Darf ich reinkommen? Danke. Ich habe von draußen gehört, heute läuft alles bei dir schief. Was ist denn los, Ukri? Oh Mann, das würdest du mir niemals glauben. Ich habe einfach meine Diamanten weggeworfen. Einfach ein Piglin geschlagen im Nether. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Du hast ein Piglin im Nether geschlagen? Jeder weiß doch, dass man das niemals machen dürfte. Okay, Ukri, naja, ich habe dir Kekse vorbeigebracht. Die habe ich gebacken. Die sind echt lecker. Ach wirklich, Sam Lucky, das ist aber lieb von dir. Aber warte mal. Warst du nicht eben in der Höhle mit mir, als ich die Diamanten weggeworfen habe? Das warst doch du. In der Höhle? Nein, nein, ich war in keiner Höhle. Ich habe die ganze Zeit die Kekse gebacken, Ukri. Was meinst du denn? Warte mal.
Gedankenkontrollkekse? Nein, Ugri, was liest denn da? Die heißen gar nicht so. Semlucky, du hast mir ein Geheimrezept verschrieben. Das ist überhaupt kein normaler Keks. Ich kann mich doch erinnern. Ich kenne den Keks irgendwoher. Den hast du mir bestimmt schon mal gegeben, oder nicht? Nein, Ugri, wie kommst du denn darauf? Ich würde dir niemals einen Gedankenkontrollkeks geben. Oh nein, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mich veräppeln willst. Du willst mich pranken, Semlucky. Du hast irgendwas da reingemischt. Ach, weißt du was, Ugri? Du hast recht. Ich hab dich die ganze Zeit geprankt und Oxy und Lea auch. Hahaha, Freunde. Sofort stehen geblieben, Semlucky. Komm doch her. Oh nein, Freunde, das ist gar nicht gut. Du verfolgst mich mit deiner Diamantenaxt. Okay, Freunde, lass schnell ein Abo und ein Like da. Falls ihr Bock habt auf mehr solcher Folgen. Und guckt doch gerne bei all meinen Freunden vorbei. Ansonsten drückt ihr schnell aufs nächste Video. Semlucky. Schnell, Freunde.